Familien sind nicht die ideale Form des Zusammenlebens. Ein gottesfürchtiger Mensch zu sein ist dumm und Angst vor dem Tod zu haben ist es sowieso. Das sind so ein paar Thesen, die ein gewisser Epikur im 3. Jahrhundert vor Christus vertreten hat. Der war seines Zeichens Philosoph und wie seine Thesen bei seinen Mitmenschen so ankamen, das schauen wir uns heute mal an. Epikur lebte von 341 vor Christus bis etwa 271 oder 270 und damit in einer Zeit, in der in Griechenland gerade viel im Umbruch war. Alte Gewissheiten galten nicht mehr und die Menschen suchten verstärkt Antworten auf ethische Fragen, zum Beispiel der nach der richtigen Lebensweise. So kommt es auch, dass es in Athen, gewissermaßen der Hauptstadt der Philosophie, in dieser Zeit zahlreiche Philosophenschulen gibt. Alle haben das gleiche Ziel, nämlich zu klären, wie man die Ataraxia, also die Seelenruhe oder die Unerschütterlichkeit erreicht. Oder etwas weniger philosophisch ausgedrückt, wie kriege ich es hin, dass, egal was mir in meinem Leben passiert, dass mich nichts mehr aus der Ruhe bringen kann. Und zwar wirklich gar nichts. Das ist ja erstmal eine gute philosophische Frage. Nicht so einig waren sich die verschiedenen Philosophenschulen allerdings darin, wie man dieses Ziel erreicht. Ein besonders einflussreicher Philosoph mit einer eigenen Schule war Epikur und dessen Lehre unterscheidet sich etwas von der der anderen Philosophenschulen. Und die schauen wir uns jetzt mal an. Epikur war Materialist. Das bedeutet jetzt nicht, dass der irgendwie in Gucci-Klamotten und im Lambo durch Griechenland gecruised wäre, sondern dass er die Auffassung vertrat, dass alles in der Welt aus Materie besteht. Alles setzt sich aus kleinsten, unteilbaren Bestandteilen zusammen, den sogenannten Atomen. Ihr seht also schon, das ist kein neuer Begriff. Diese Atome können sich immer wieder neu zusammensetzen oder auseinanderfallen und dadurch gibt es in der Welt ein beständiges Werden und Vergehen. Wichtig dabei ist jetzt, dass bei Epikur wirklich alles aus Atomen besteht. Alles ist materiell. Zum Beispiel auch die Göttinnen und Götter. Die bestehen eben aus sehr dauerhaften Atomverbindungen und sind deswegen sehr langlebig, also wie, keine Ahnung, Berge oder sowas. Aber auch die Seelen von Menschen sind nur Materie. Wenn ein Mensch stirbt, dann löst sich auch seine Seele auf. Und da kommt jetzt Epikur und sagt, wer das einmal verstanden hat, der muss vor gar nichts mehr Angst haben. Das klingt ein bisschen paradox, lässt sich aber begründen. Denn wenn ich sterbe, dann stirbt auch meine Seele. Es gibt also kein ewiges Leben. Das Ziel muss es also sein, bereits im Leben ein guter Mensch zu sein und glücklich zu werden. Also, glücklich werden. Wie mache ich das jetzt? Epikur sagt, man soll das suchen, was einem Lust bereitet und das vermeiden, was einen unglücklich macht. Und weil das so oft missverstanden wird, mit dem epikureischen Begriff Lust ist ein dauerhaftes Glück gemeint. Also kurzes Beispiel, wenn ich freitagsabends saufen gehe, dann bin ich vielleicht freitagsabends glücklich, aber wenn ich dafür samstags morgens einen Kater habe und den ganzen Tag kotze, dann ist das kein dauerhaftes Glück. Mit Lust ist übrigens auch nicht Sex gemeint. Kleiner Spoiler schon mal, Epikur war kein großer Freund von einem ausschweifenden Sexleben oder von so etwas wie Ehe. Aber dazu kommen wir gleich nochmal. Auf dem Weg zu meinem Glück gibt es natürlich so einige Stolpersteine, die mir dabei im Weg sein können und die ich deswegen unbedingt vermeiden sollte. Laut Epikur sind die gravierendsten davon Angst, Schmerz und Begierden. Und deswegen hat er sich auch sehr ausführlich damit auseinandergesetzt, wie man die alle vermeiden kann. Fangen wir also mal mit der Angst an. Schlimme Ängste, die alle Menschen, zumindest der damaligen Zeit, haben, sind Angst vor den Göttern und Angst vor dem Tod. Beide sind total unbegründet, sagt Epikur. Gucken wir uns also vielleicht zunächst mal die Angst vor den Göttern an, also die Gottesfurcht. Epikur geht davon aus, dass es Göttinnen und Götter gibt. Er ist also kein Atheist.
Er sagt aber auch, dass die Göttinnen und Götter ja wissen, wie man glücklich ist und wissen, wie man die Seelenruhe erreicht. Deshalb stressen sie sich nicht mit den Menschen rum, denn das würde sie ja nur unglücklich machen. Die Göttinnen und Götter leben in irgendwelchen weit entfernten Sphären und greifen nicht in das Leben der Menschen ein. Deshalb muss man sie auch nicht fürchten. Das war im antiken Griechenland durchaus eine steile These. Ebenso ist es auch mit der Angst vor dem Tod. Wie eben schon mal gesagt, geht Epikur ja davon aus, dass wenn ein Mensch stirbt, auch seine Seele stirbt. Dann könnte man natürlich erst recht Angst vor dem Tod haben, aber Epikur sagt, das ist total unlogisch. Denn es gibt eine Welt, in der ich existiere, und in dieser Welt existiert mein Tod aber nicht. Und es gibt eine Welt, in der mein Tod existiert, aber in der Welt existiere ich nicht, weil ich eben tot bin. Also das Ganze läuft darauf hinaus, dass mir mein Tod doch egal sein kann, weil ich den eh nicht mehr mitbekomme. Insbesondere deshalb, weil auch die Seele stirbt und vom Tod überhaupt nichts mehr merkt. Angst vor dem Tod zu haben, ist also total unlogisch und etwas, was Menschen vollkommen zu Unrecht stresst. Wie sinnvoll es ist, bei Ängsten rational zu argumentieren, das sei mal dahingestellt. Also ihr könnt einer Person mit Höhenangst auch dreimal erklären, dass das Geländer aus absolut logischen Gründen und aufgrund von Naturgesetzen auf keinen Fall abbrechen wird. Nutzt aber nichts. Wie vielen Menschen Epikur jetzt ihre Todesfurcht ausgeredet hat, muss man auch in Frage stellen. Soweit also zu Epikurs Umgang mit Ängsten. Kommen wir zur zweiten Kategorie, zu Schmerz. Und zwar sowohl körperliche als auch seelische Schmerzen, denn beides kann mein Glück ja schon massiv trüben. Die epikureische Lehre betrachtet das ziemlich differenziert, wir fassen das jetzt hier aber mal zusammen. Schmerzen sind doof. Niemand will Schmerzen haben. Aber solange man nur leichte bis mittelschwere Schmerzen hat, so sagt Epikur, dann gibt es immer noch Dinge, die diesen Schmerz überwiegen können. Ein Beispiel dafür ist Epikur selbst, der wohl kurz vor seinem Tod an Nierensteinen litt und wahrscheinlich höllische Schmerzen hatte. Und trotzdem schreibt er noch in einem Brief an seinen Freund, dass er zwar Schmerzen hat, dass aber die Erinnerung an die Gespräche, die er mit diesem Freund geführt hat, diesen Schmerz überwiegen. Und Schmerzen, die man wirklich nicht aushalten kann, naja, die dauern halt wenigstens nicht lange, weil man daran stirbt. Und das sollte einen ja nicht weiter stressen. Der letzte Punkt, der uns davon abhält, glücklich zu werden, sind Begierden verschiedenster Art. Auch die haben Epikur und seine Schüler schon alle fein säuberlich in Kategorien eingeteilt, aber auch das fassen wir jetzt hier mal zusammen. Es gibt Grundbedürfnisse. Dazu zählen Hunger, Durst oder Schutz vor Kälte. Um die Befriedigung dieser Grundbedürfnisse sollten wir uns schon kümmern. Nervt zwar, aber nur weil man keine Angst vor dem Tod haben muss, muss man es ja auch nicht drauf anlegen. Dann gibt es eine zweite Kategorie mit Bedürfnissen, die irgendwie schon natürlich sind, auf die man zur Not aber auch verzichten kann. Darunter zählt für Epikur zum Beispiel Sex. Also irgendwie Kinder kriegen muss man halt, aber zur Not kann man auf Sex auch verzichten. Macht einen nämlich nur abhängig von den Bedürfnissen einer anderen Person. Die gesteigerte Form dieser Abhängigkeit ist dann übrigens Ehe, wovon Epikur auch so gar nicht zählt. Und in die dritte Kategorie fallen dann Luxusbedürfnisse, die absolut irrational und überflüssig sind. Deine Mutter hat dir gesagt, du sollst dir einen Job suchen, wo man viel Geld verdienen kann. Überleg dir mal, ob dich das nicht nur stresst und dann kündige halt. Das hätte vermutlich Epikur gesagt. Wie soll man denn dann leben? Also wir haben jetzt schon sehr viel darüber geredet, was alles nicht glücklich macht. Aber wie führt man ein glückliches Leben und wird ein Weiser oder eine Weise? Eine weise Person hat die Einsicht, dass es kein Schicksal gibt. Alles in der Natur passiert zufällig. Und gegen den Zufall kann man eh nichts machen. Also bitte im Leben einfach das vermeiden, was einen stresst. Dazu zählt auch,
nicht in die Politik gehen. Denn Politik ist ja quasi der Inbegriff von Stress. Menschen mindestens in der Antike gehen in die Politik, weil sie Ansehen und Anerkennung wollen. Beides sind für Epikur absolut sinnlose Ziele. Mich persönlich würde interessieren, wie Epikur sich das genau vorgestellt hat, denn wenn alle Menschen Epikureer sind, dann ist niemand mehr politisch tätig und dann würde wohl der Staat zusammenbrechen. Und das ist mit Sicherheit auch sehr stressig. Aber darauf gibt es leider keine Antwort. Die ideale Lebensform ist für Epikur ein aus der Öffentlichkeit zurückgezogenes Leben, in dem man sich mit Freundinnen und Freunden umgibt und das tut, was Körper und Geist glücklich macht. Über Philosophie diskutieren zum Beispiel. So hat auch Epikur gelebt, denn die ideale Lebensform ist für ihn nicht Partnerschaft oder Ehe oder Familie, sondern Freundschaft. Wie kam das Ganze jetzt in der Antike so an? Also wir haben es hier mit der philosophischen Gedankenwelt eines äußerst privilegierten Mannes zu tun. Trotzdem unterrichtete Epikur wohl auch Sklaven. Und auch in der athenischen Oberschicht hatte er einen gewissen Einfluss. Er war zumindest sehr bekannt. Leider müssen wir heute sagen, dass wir von Epikur nur ein paar Fragmente haben. Das meiste, was wir über Epikur wissen, wissen wir nicht aus Quellen von ihm, sondern aus Quellen über ihn. Vor allen Dingen aus römischen. Und in Rom kam das Ganze ein paar Jahrhunderte später jetzt nicht unbedingt so gut an. Denn ein unpolitisches Leben war für Mitglieder der römischen Oberschicht, und das sind die Männer, die unsere Quellen geschrieben haben, einfach unvorstellbar. Das widersprach sämtlicher römischer Moral. So waren zum Beispiel Seneca und Cicero der Meinung, dass Epikurs Lehre ziemlich unnötig sei. Mit den Dichtern Horaz und Lukrez hatte er aber immerhin auch ein paar Fans. Das christliche Mittelalter, noch später, konnte mit Epikur nun auch so gar nichts anfangen, denn Epikur verkündet ja, dass es kein ewiges Leben gebe. Kam auch nicht so gut an. Und so wurde Epikurs Lehre auch oft absichtlich falsch wiedergegeben. Also man unterstellte Epikureern, dass sie Hedonisten seien und nur Interesse an der Lust im Augenblick hätten. So war Epikureer lange Zeit auch eher ein Schimpfwort für Menschen, die sich der Lust hingaben, für Egoisten oder für Menschen, die sich halt einfach nicht im Griff haben. Zu Unrecht, denn das hatte Epikur ja nun wirklich nicht gemeint. Wie seht ihr das Ganze? Haben wir euch jetzt alle davon überzeugt, EpikureerInnen zu werden? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut!